Hi, ich bin Weekend. Wir sind auf dem Opening Festival und reden jetzt mit Backspin TV. Das wird gut. Es freut mich, dass wir hier in diesem Rahmen mal die Möglichkeit haben, uns zu unterhalten. Und vor allen Dingen für mich auch, das gebe ich ganz offen zu, mich ein weiteres Mal mehr mit diesem Phänomen VBT in direkter Person auseinanderzusetzen. Also, ne, schön, dass du da bist. VBT, was ist das? Weil bei dir müssen wir ja im Vergleich für Backspin TV ganz von vorne, ganz von null anfangen. Es gibt noch kein Interview mit dir hier. Deswegen möchte ich auch immer ganz von vorne anfangen. VBT, was bedeutet das für dich? Also, das ist halt einfach ein Turnier im Internet. Und als ich eingestiegen bin, ist es das auch einfach gewesen. Also das war ja nicht so eine Riesennummer oder so. Als ich da mir überlegt habe, mitzumachen, war es einfach, glaube ich, der perfekte Moment. Da waren dann in einem Jahr 3-4 Leute, die halt wirklich irgendwie, glaube ich, gut waren. Und auf einmal ist es so völlig durch die Decke geschossen. Und wir standen da und haben uns gedacht, hey, wir haben doch nur ein paar Videos gemacht. Also es erging, glaube ich, auch allen so um mich herum. Ich kenne die anderen Jungs ja auch alle. Ging das auch genauso. Also. Und was bedeutet das für dich rückwirkend? Ist es so der richtige Moment, richtige Zeitpunkt dieser Initialzündung? Weil du rappst ja schon ein bisschen länger. Aber so rein rechnerisch würde ich sagen, so 2 Jahre, 2,5 Jahre, 3 Jahre, so seitdem wird erst die Öffentlichkeit auch in dem Maße war auf dich, wie du es auch wahrscheinlich für dich selber haben willst, oder? Ja, voll. Also das war schon auf jeden Fall der Punkt, der am meisten gebracht hat, so bis jetzt in meinem Rap-Leben. Ist es denn, ja, oder? Ich glaube auch, dass das ein guter Zeitpunkt war, weil ich da auch wirklich Bock hatte, was zu machen. Und das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Zeit, aber ich würde es nie wieder tun. Warum nicht? Ja gut, Status, also jetzt, Punkt, Karriere. Wenn du halt, nee, das meine ich gar nicht, aber wenn du jetzt zurückschaust, das war das Beste, was ich machen konnte, so, das hat mir super viel gebracht, wir hatten eine richtig gute Zeit jetzt einfach auch im Anschluss, die Auftritte und so, die wir gespielt haben, aber hättest du mich währenddessen gefragt, ich hätte dich beschimpft wahrscheinlich, ich bin so am Stock gegangen, weil dieses wirklich alle 2 Wochen ein Video machen und dann halt wirklich auch irgendwie so ein Level halten, das war so ätzend, also ich habe halt den Job Vollzeit gemacht gleichzeitig, ich habe meine Bachelorarbeit am Anfang parallel geschrieben noch und ich habe noch niemals sowas annähernd Anstrengendes gemacht, also ich habe wirklich ein Jahr lang meinen Fernseher nicht angehabt, ich habe geschlafen, das gemacht und gearbeitet, so mehr nicht. Es ist ja aber so, dass man investieren muss, wenn man in dem, was man macht, vorankommen will und die Liebe, die man für etwas hat, dann auch dazu nutzen kann, um das, was man liebt, zum Beruf zu machen, und auf dem Weg bist du ja, würde ich sagen, oder? Ey, voll, das ist auch, ich weiß es auf jeden Fall zu schätzen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, so die Zeit, die wir jetzt hatten, war super. Der letzte Sommer, Hip-Hop Open, Splash und auch so, was sich jetzt abzeichnet, wie der Sommer jetzt wird. So Tage oder Wochenenden wie das hier. Wir sind den Sommer durchweg unterwegs und das ist einfach geil. Ich mag das voll gerne, so zu viert mit den Kumpels im Auto und einfach los und verpeilt über irgendein Gelände laufen mit 39.000 Gängen und nicht wissen, wo man ist. Bis wir uns dann in den Katakomben und am Time Warp Festival irgendwann finden hier. Großartig. Ich finde, der entscheidende Punkt bei sowas wie VBT ist, weil Talent gibt es immer und überall. Unentdecktes Talent gibt es auch in Massen, das hat es schon immer gegeben. Je mehr wir mediale, moderne Zeiten haben, desto besser ist die Präsenz. Dann gibt es ein Internetportal, wo man sich so battlen kann, über Audio, über einfache Videosachen. Und bei VBT, und du hast es ja eben schon angesprochen, dieses alle 2 Wochen dann hochqualitativ etwas abliefern, ist doch eigentlich so ein Prozess, der schon dazu führt, dass man allein durch diese Arbeitsweise, das ist meine Theorie, gleich schlagartig, auch wenn man nicht so berühmt ist vielleicht, aber trotzdem an vielen da draußen vorbeizieht, weil man die Grundregeln, und die sind nochmal A, guten Track machen und B, auch sich gut nach außen darstellen durch ein Video, automatisch mitmacht, auch wenn es, wie du sagst, nur ein kleines Video-Battle-Format gewesen ist. Ja, also hätte ich die Energie, die ich da reingesteckt habe, in, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtige Musik gesteckt, so, ja, dann hätte ich wahrscheinlich 3-4 Alben machen können, so mit dem Aufwand. Und darum ist es auch wirklich so, ich sehe es auf der einen Seite auch so, es ist nur dieses Videoturnier, auf der anderen Seite ist es aber auch einfach so eine Arbeit gewesen. Es sind ja im Prinzip auch Tracks, also ja, genau. Mein Produzent hat es produziert, mein DJ hat die Cuts gemacht, ich habe es eingerappt und wir haben ein Video dazu gedreht. So, wenn das jetzt nicht gegen einen Gegner wäre, wäre das ein Track, dann wäre das ein Lied. So. Ja, ja. Und wir haben auch einfach das große Problem immer auf der Bühne, und da wechselt meine Meinung auch ständig,
ob wir das jetzt irgendwie dann doch spielen oder wieder rauslassen und keine Ahnung. Und inzwischen hat sich das so eingependelt, dass wir immer so ein bisschen das so anteasen, zwischendurch so kleine Medleys spielen. Aber ich bin da auch völlig zwiegespalten. Ich habe da auch echt keine wirkliche Meinung zu, weil es sind Lieder, so, aber es ist halt nicht so dieses typische Album-Ding. Richtet sich halt nur gegen einen Gegner. Wie ist dann dieser Schritt, und du bist jetzt ja genau an diesem Punkt, für einen Künstler zu bewerkstelligen aus dieser einen Schublade, und du weißt, auch wenn man es nicht will und Künstler das immer verneinen und das nicht wollen, die Menschen da draußen brauchen Schubladen, sie müssen dich irgendwie einordnen können, aus dieser einen VBT-Battle-Schublade raus in die eines Künstlers, der ein unabhängiges Album macht, das ihn als Persönlichkeit darstellt. Diesen Schritt. Ich glaube, ich habe ein bisschen das Glück, dass das, was ich da gemacht habe, halt meiner Musik an sich nicht so unähnlich ist. Also ich mache die ganze Zeit auch so witzige, selbstironische Sachen. Ich rap sehr viel über mich. Also ich meine, so ein Track von mir ist sonst ganz oft einfach im Prinzip eine VBT-Runde gegen mich. Ja. Muss man so sehen. Und die Tür geht auf. Und die Tür geht wieder zu. Wir haben hier viel Presserundgang und Künstler suchen uns und wir euch und so. Deswegen kann sein, dass die Tür mal aufgeht. Da kommt sie nochmal. Nee. Ist doch voll witzig. Bleiben wir drin. Okay, und wo waren wir? Ja, ach so, genau. Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich mich da halt hingestellt habe und das gelöst habe, ist jetzt nicht meiner sonstigen Art zu rappen unähnlich. Wenn du jetzt halt der Typ bist, der sonst ein Album 17 Tracks, 15 für die Freunde, einen Herzschmerz macht und dann machst du aber diese VBT-Videos und machst halt Battle-Rap, so, dann wird es wahrscheinlich schwierig, da so einen Spagat hinzubekommen, dass die Leute, die das eine gefeiert haben, auch zu dem anderen mitwandern können, wenn sie es wollen. Also, ich hoffe, das wird bei mir vielleicht dadurch einfacher, dass sich da der Unterschied nicht so groß ist. Du bist im Albumprozess, richtig. Und du hast ja, glaube ich, auch irgendwo selber mal angedeutet, dass seit 2011 das im Prinzip schon so bewegt, dass es ein Albumprozess ist und da etwas entstehen soll, was als Album irgendwann fertig an die Masse hinausgehen kann. Richtig, falsch? Fast richtig. Ich habe ein fast fertiges Album gehabt, bevor ich jemals überlegt habe, ich mache beim VBT mit. Okay, da alles klar. Waren so vielleicht 3/4 oder so fertig. Und davon existieren, glaube ich, noch 1,5 Lieder oder so, die dann aber so als Album, nachdem so diese VBT-Zeit vorbei war, dann so mitgeschleppt wurden. Und dann habe ich das anders gemacht, das nochmal auf einen neuen Beat recorded und das dann so noch toll gemacht und dann komplett weggeschmissen und so halt. Also inzwischen. Künstler halt. Genau. Ja, Künstler ist ein sehr großes Wort, finde ich. Ja, wenn man an etwas arbeitet und kreativ ist, ist es Kunst, egal ob im Großen oder Kleinen. Aber ich habe auf jeden Fall sowas mitgebracht, an dem ich dann weitergearbeitet habe und es hat sich dann weiterentwickelt und irgendwann hat sich herausgestellt, dass es ein Konzept irgendwie vielleicht doch dahinter ist und ohne das jemals gewollt zu haben. Und dann habe ich alle Sachen, die nicht passten, weggeschmissen und meine Freunde sagen alle, ich bin bescheuert und hätte es schon irgendwie 2-3 Mal fertig haben können. Aber nein. Es ist ja so, ja genau da ist ja dann, für normalen Künstler, der normale Wege geht, gibt es den Punkt, da hat Materia vor ein paar Jahren mal ein wunderbares Zitat in einem Interview gesagt, du musst immer präsent sein, sonst gehst du verloren. Und das muss der Zyklus, je moderner die Zeiten werden, je kürzer muss dieser Zyklus sein. Bei dir ist natürlich durch VBT, dieses ganze Drumherum, eine hervorragende Plattform. Mittlerweile ganz Deutschrap, kriegt das mit, kennt die Namen, kann damit umgehen. Jetzt stehst du natürlich unter dem Druck, willst da nicht mehr mitmachen, musst trotzdem versuchen, an der Oberfläche zu bleiben. Das macht doch wahrscheinlich auch den Arbeitsprozess Richtung Album bei dir zu Druck oder zu anderen Anforderungen als vielleicht noch vorher, oder? Ja, also ich muss also ehrlich sagen, momentan ist die Situation für mich auch wirklich so, dass ich oft denke, ich muss Sachen machen. Also so dieses, ich habe jetzt Bock auf den Beat und ich rap da jetzt das und das drauf, habe ich auch ohnehin noch oft, aber es gibt auch echt oft Situationen, wo ich denke, boah, du hast gerade voll keinen Bock, aber du musst noch den und den Part nochmal neu aufnehmen, machst du das jetzt? Und da ist auf jeden Fall ein Druck, aber das ist jetzt nicht so krass, dass ich sagen würde, ich verliere da irgendwie den Spaß oder sowas, sondern ich will auch einfach jetzt die CD dann irgendwann haben. Das ist ja auch meine erste wirkliche CD, jetzt nicht irgendwie so Internet-Runterladgeschichten, sondern wirklich ein Tonträger und ich will das einfach einmal durchhaben. Ich will auch Material haben für Live-Sachen und das wirklich so, ich mache 3 Kreuzzeichen, wenn das durch ist. Ich will aber trotzdem, dass es gut ist und bin deswegen auch sehr hinterher. Dann ist natürlich, wenn man so diese Klickzahlen aus dem VBT mitnimmt, den Bekanntheitsgrad, die öffentliche Wahrnehmung,
der Albumprozess, du sagst, da ist ab und zu mal ein Muster dazwischen, doch wahrscheinlich auch eine Erwartungshaltung am Ende mit dabei, die sagt, ey, wenn ich so viel Klickzahlen habe, mittlerweile so einen Peak in der Öffentlichkeit, auch die Kritiker mich so und so sehen, dann muss doch eigentlich auch das, was ich da mache, verdammt nochmal erfolgreich sein. Also wie siehst du das? Ich glaube auf gar keinen Fall, dass das, zum Beispiel, wenn man das an sowas wie Klickzahlen misst, ich glaube nicht, dass das so krass wird wie so diese VBT-Finalrunden, die da irgendwo zwischen, ich glaube, es gibt sogar welche mit 3 Millionen inzwischen, und lass das halt irgendwie ein Zehntel davon sein und das wäre immer noch super krass. Also ich meine, damit, da wären andere Leute krass froh drüber, so, und ich wäre vor 2 Jahren super glücklich gewesen, ein Video mit 300.000 Klicks zu haben, und von daher, ich glaube, das wird sich runterfahren. Die Frage ist so, wie weit müsste sich das runterfahren, damit ich damit am Ende unzufrieden bin? Also ich glaube, das hat jetzt einmal so einen Höhepunkt gehabt, dass es überhaupt nicht so was, das könnte nur größer werden, wenn ich jetzt einen Superhit machen würde, und wer halt meine Musik kennt, so, der weiß, dass das jetzt nicht unbedingt so die Musik ist für so 10 Wochen Charts Platz 3 oder so. Aber ey, so das ist die Vergangenheit hat gezeigt, dass große Künstler aus allen Genres die Charts stürmen können im Deutschrap, von bis. Ja, ich lass mich gerne eines Besseren überzeugen, aber so darum geht's nicht. Aber das auch wenn es kleiner wird, glaube ich, hat es irgendwo eine gewisse Größe, und mir ist bewusst, dass dieses VBT-Ding auch ein Ding ist, was so durch sich selbst halt sehr viele Klicks hat. Und wenn der Künstler dann davon weggeht, dann, jetzt habe ich auch Künstler gesagt. Ja, du sträubst dich ein bisschen dagegen. Ich finde, Künstler ist so ein großes Wort. Ich habe immer noch so ein bisschen so diese Einstellung, dass man bei Hip-Hop, weißt du, ich würde mir unterstellen, ich habe kein großes musikalisches Talent. Klar, ist dann so lyrisch und sowas, das ist ja auch was, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich so Sänger oder so sehe, ich gehe dann da weg und denke mir so, ey, du bist voll krass und ich kann nichts. So mehrstimmig singen, boah. Ja gut, das ist vielleicht aber für die eigene Entwicklung ein gesundes Gefühl für die Situation und den Punkt, an dem du bist. Aber nichtsdestotrotz, also wir müssen jetzt nicht lange Diskussionen drüber zu machen, packen wir es einfach so ein. Jetzt ist natürlich dann in so einer Situation wie bei dir dann die Frage, wo geht er hin, was macht er, wie stellt er sich auf, für dich selber bestimmt auch immer da gewesen. Wie sind die nächsten Schritte? Wie denke ich über mich selber als Künstler, vielleicht aber auch strategisch, über Marke, über Platzierung, wer hilft mir, wo unterschreibe ich, mit wem arbeite ich zusammen? Wie würdest du deine Situation gerade gesamt beschreiben? Bist du angekommen in diesem Findungsprozess oder bist du noch mittendrin? Ich weiß ja gar nicht, ob man da irgendwie ankommen kann. Also momentan ist es halt wirklich so, ich habe überhaupt keine Ahnung von nichts. Das ist schon wieder sympathisch. Ich höre 50.000 Leute um mich herum auf mich einreden und denke mir die ganze Zeit so, Album machen. Und danach gucke ich mal, was dann genau damit passiert. Es gibt ein paar Ideen, es wurde auch mit Leuten gesprochen, aber ich bin bei sowas auch sehr, ich habe voll Angst, da Fehler zu machen, weil ich einfach, wenn du da 10 Jahre drin steckst, hast du eine Ahnung, wer da irgendwie wie drauf ist. So, ich habe gar keine. Und darum lassen wir das momentan einfach noch so ein bisschen nach hinten, ne? Und machen das erstmal. Es gibt Möglichkeiten. Fertiges Produkt und dann loslaufen und sich einen Rahmen suchen, also weil heute beweist ja die Zeit, dass Indie sehr erfolgreich sein kann, dass die Major-Anbindung ja gar nicht nötig ist, um auch weite Schritte gehen zu können. Das kriegst du ja auch mit, sicher. Ja, sicher. Du brauchst ja im Prinzip irgendwie nur einen Vertrieb. So, damit kannst du ja schon alles machen. Und ich denke mal, das ist auch eine Möglichkeit, die du immer in Betracht ziehen kannst, wenn nichts anderes geht. Und ich will halt einfach jetzt nichts entscheiden, wo ich mir in 2 Monaten denke, das wäre doof. Ich habe zum Beispiel, was so diesen Booking-Bereich betrifft, irgendwann 1 Jahr bevor ich überhaupt da in dem Booking-Ding mir einen Partner gesucht habe, ein Angebot gehabt, das ich fast angenommen hätte und dann am Ende gesagt habe, ach, warten wir noch mal kurz, und dann habe ich halt ein Jahr lang das noch selber gemacht und dann wirklich am Ende gedacht, boah, Gott sei Dank hast du es damals nicht gemacht. Ja, es sind immer Entscheidungen, aber gut, am Ende sind sie auch auf deinem Weg und die Fehler, die man, das muss jeder, diese Fehler machen, daraus lernen, seine Konsequenzen daraus ziehen. Ist es aber für dich so ein wichtiger nächster Schritt, der dein ganzes privates Leben auch beeinflussen soll? Also das normale Leben mit Studium, mit Berufswahl und sowas alles mal ein bisschen zur Seite schieben und 100% ins Künstler. Ich weiß, du magst das Wort ja nicht, aber ja, das ist ein ins Rapper-Dasein zu stecken, ins Musikbusiness, in dieses Haifischbecken. Also ich habe jetzt
das auf der Arbeit so geregelt, dass ich nur noch 50% mache. Aktuell, ich habe das für mich durchgerechnet, das hat funktioniert. Auf der Arbeit hat sich die Möglichkeit dann gegeben. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die für mich ganz gut ist. Ich habe quasi die Möglichkeit, immer noch irgendwie so ein Bein da drin zu haben, kann irgendwann auch zurückgehen. Momentan klappt das so, ich kann meine Miete zahlen, dann ist alles cool. Deine Eltern sind stolz auf dich für diesen Schritt wahrscheinlich, ne? Die finden die Idee gut, aber das kam auch mehr von mir als von irgendjemand anderem. Also. Also, das ist ja noch, das macht dich ja noch stolzer, so. Zu wissen, der Mann denkt vielleicht zweigleisig. Ja, nee, aber ich glaube, das Ding ist, diese halbe Stelle, die ich da habe und das normale Arbeitsleben, das habe ich total gerne, weil sonst komme ich montags von den Gigs und hänge die nächsten 5 Tage völlig down in meiner Wohnung, weil das alles immer so, das geht ja nur noch so hoch und runter irgendwie und da so einen Rhythmus zu haben und irgendeine Struktur ist für mich, glaube ich, echt wichtig. Kommst du schon so klar mit diesem Rockstar-Rapper-Leben? Weil das, ich will ja kein Rockstar-Rapper-Leben und ich glaube, ich bin auch ein relativ bodenständiger Typ und frage mich manchmal oft, was mit so Leuten passiert, die halt wirklich von jetzt auf gleich irgendwo stehen, weil es mir ja nicht passiert ist, es ist jetzt alles ja im Rahmen. So. Ja, aber es kommt ja trotzdem so, dann man macht es im Kämmerlein und man macht es übers Internet und dann kommt man raus und dann ist das Interesse ja schon größer da, als es vielleicht. Aber wir haben vorher auch gespielt. Also das ist ja nicht so, dass das VBT dann, also so es ist langsam für dich gewachsen, so vom Gefühl her. Das VBT war schon der Punkt, wo das dann auf einmal viel mehr wurde, aber wir hatten auch vorher unsere 20, 30 Gigs in 4, 5 Jahren gespielt, mal immer wieder zwischendurch irgendwo im Jugendzentrum und darum war das halt irgendwie nicht so komplett eine andere neue Welt. So. Und darum war das okay. Wann geht's aufs Juice Cover? Ich habe keine Ahnung, du musst die fragen. Ja. Wirst du sicherlich mal schon mal drüber gesprochen haben oder so. Mit denen? Ja. Wir machen da nur Witze drüber. Ich gehe stark davon aus, dass das gar nicht aufs Schuhscover geht. Aber sag denen das nicht. Nee, wir werden schweigen, wenn wir nicht, ich nicht erzählen. Ich übe weiter Druck aus. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ist es aber schon auch wahrscheinlich so, dann so, oder sind das so Ziele für dich selber, die du steckst? Diese, also vergiss mal, also Schuhscover ist ein Witz, aber generell mehr Wahrnehmung von der Fachpresse, mehr Akzeptanz in den allgemeinen Medien für das, was du machst? Ist das wichtig? Also dieses Akzeptanz-Ding weiß ich gerade gar nicht, ob das so ein Punkt ist, wo ich jetzt sagen würde, da muss irgendwie was passieren. Also ich finde, dafür, dass ich kein Album habe und vor einem Jahr aus diesem VBT-Ding rausgegangen bin quasi, finde ich es toll, dass hier noch jemand mit mir sitzt und das ist eigentlich cool. Was für mich ein großer Punkt ist, ist, ich will gerne Gigs spielen, coole Gigs spielen und dieses Splash-Wochenende, was wir hatten, das war super und sowas können wir gerne wiederholen und im Prinzip dieses Unterwegssein mit den Jungs und dafür Zeit haben, das ist, glaube ich, so das, worum es geht. Gibt es dann aber schon vielleicht einen kleinen Rahmen, den du stecken kannst, wann denn endlich ein Release kommt, der dich auch zufriedenstellt? Ich wollte es ursprünglich vor den Festivals im Sommer machen und es ist ein sehr guter Punkt. Ich habe aber ja selber nicht so ein gutes Gefühl dafür, wie lange dieser ganze, ich habe die CD fertig und dann kommt da raus, Quatsch dauert. Also ich höre da die wildesten Geschichten. Für mich als so, ich sag mal, so Label-Idioten, ich habe da gar keine Ahnung von, was die überhaupt alle machen, ist es einfach so ein Punkt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man da ein halbes Jahr für braucht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, das kommt im Sommer raus und dann komme ich übermorgen mit meinem fertigen Album und mir wird gesagt, 2014 können wir machen. Ist ja doof, wenn ich jetzt gesagt habe, im Sommer. Aber ich bin im Prinzip relativ weit. Also ich würde sagen, 3/4 sind aufgenommen und ich werfe auch nichts mehr weg. Ja, das ist das Wichtige mit den Strategien und dann je nachdem, mit wem du redest und wer sich damit einmischt, dann geht es über langfristigen Künstleraufbau und denk doch bitte drüber nach und wir müssen erst dich ein bisschen präsentieren und dann 2x live vorher, aber das haben sie dir ja alles schon alles erzählt. Ne? Gibt es da irgendwas, was du dir so, ich meine, mit Materia haben wir ein Beispiel in der Vergangenheit gehabt, der bewiesen hat, die großen Künstler haben ihn gefeiert. Mhm. Der Support mit diesen ganzen Künstlern hat ihn mit Sicherheit zu dem gemacht, was er heute ist und ihn noch ein Stück weitergebracht. Ist es für dich vielleicht auch ein Anreiz, ein Ziel, ein Wunsch von Großen zu lernen? Ich feiere relativ viel, ich weiß aber nie so richtig, wo ich musikalisch so hinpassen würde. Wer war dann das konkrete Vorbild? Ich habe früher ganz, ganz, ganz krass viel Kreuzfeld und Jakob gehört. Ja gut, dann als Support von Larkmann ist wahrscheinlich, weil der ist ja noch unterwegs, ne? Aber es ist wahrscheinlich eher der ist noch unterwegs. Unwahrscheinlich. Ich kenne den auch, aber der hat gerade ein Album rausgebracht. Richtig. Und keiner hat es gemerkt. Ja, also ich habe es gemerkt und ich mag es. Ich mag es sehr gerne. Ich finde es auch super. Das Problem an dem Album, finde ich, ist, wenn man den Vibe von Kreuzfeld Jakob
in sich hat und fühlt und spürt, dann feiert man dieses Album. Wenn man aber nicht weiß, was Kreuzfeld und Jakob ist, dann versteht man nicht, was dieses Album bedeutet. Ja, und das ist halt auch so ein Ding, der macht das halt, glaube ich, einfach, nimmt das auf und dann kommt das halt raus. Aber er gibt da auch keinen Fick. So, der hat das gemacht, weil der Bock drauf hat. So, und ich glaube, der ist da so zu unambitioniert, als dass er das noch groß bewerben würde. Und er rappt besser im Takt als früher. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Endlich. Danke, Junge. Egal, dann belassen wir es dabei. Ich bin gespannt, wo ich dich das nächste Mal treffen und sehen werde. Mit Sicherheit auf den Festivals. Irgendwie, ja, Fragezeichen, ja, nein, komm. Was ist denn schon bestätigt? Ich überlege gerade, wo bist du denn? Auf jedem verdammten Hip-Hop-Festival diesen Sommer. Wir sehen uns. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Es war eine nette Runde, Dankeschön dafür. Ne? Also, kauft das Album, sage ich immer am Ende, aber wartet aufs Album und sonst guckt so lange noch VBT-Videos. Bis dahin, tschüss.